Dort hast du dich gegen den Grippe impfen lassen? Nein, ich habe das noch nie gemacht. Und wieso? Ich vertraue auf mein Immunsystem. Dort hast du dich dieses Jahr impfen lassen? Ja, das Jahr auch. Immer so Oktober, November, wenn es noch ist. Immer jedes Jahr. Und wieso? Ja, weil ich im Pflegeberuf gearbeitet habe und weiss, wie gefährlich das ist, wenn man eben dann wirklich krank ist. Oder? Also die asiatische Grippe und so weiter überkommt. Ich habe eigentlich nie gegen Grippe impfen. Ich vertraue auf die natürliche Energie. Ich finde keinen Grund für mich zu impfen. Wenn irgendetwas ist, wenn man es selektiv überkommt, dann bekommt man es gleich. Ja, ich mache das immer, weil hier im Kiosk kann ich so mit Haufen Leuten zu tun. Ist das fast Pflicht, das zu machen. Nein, dieses Jahr lasse ich mich nicht impfen. Wieso? Ich bin nicht so Spritzenkollege. Auf jeden Fall. Warum? Weil es eigentlich immer wichtig ist, weil Grippeviren kommen ja so oder so immer rein. Also impfen ist A und O. Ich bin dagegen, weil ich das Gefühl habe, der Körper müsste selber irgendwie ausarbeiten. Und das ist besser für das Immunsystem. Außer ich hätte jetzt Lungenentzündung oder ich wäre gefährdet, dann schon. Ich habe das lange Jahre gemacht und jetzt will ich das nicht mehr machen, weil ich das Gefühl, der Körper kann selber lernen, sich wieder zu wehren. Ja, eigentlich impfe ich mich immer, wenn es Zeit ist. Und wieso? Ja, weil ich da nicht so andere Krankheiten weiß, also wie Tuberkulose oder so. Ich die immer schon gerade auffrischen. Nein. Wieso denn? Weil es wahrscheinlich also von meiner Einstellung her nur eine Vermutung ist. Und man kann ja nie genau sagen, was für Grippeviren genau kommen. Und das ist es ungewiss. Ich habe die Grippe gerade hinter mir, letzte Woche, gerade eine ganze Woche halb flach gelegen. Und für mich gibt es da keine, was haben wir denn, Impfung. Ich mache da keine Impfung. Also ich habe da natürliche Heilprodukte. Und das ist gut für dich. Wieder gesund. Ja, ja, schauen, dass man keine anderen ansteckt. Nicht zu viel ausgehen. Sich gut pflegen. Und ja, ja, da braucht es für mich da keine Impfung.